Vormäßig Kathleen, herzlich willkommen Hallo. Beim Interviewspot. Wir haben jetzt schon seit Freitagabend hier Vollgas-Startups, die pitchen und arbeiten und sich vor Aufgaben und Energie brodelt. Und ja, wie gefällt dir das Event bisher? Ist alles nach den Erwartungen und was hast du schon mitgenommen? Also bisher läuft es sehr, sehr gut. Ich habe bisher nur super Feedback von den Teilnehmern auch bekommen. Die Sponsoren sind auch super zufrieden, wie es bisher läuft. Wir als Organizer auch. Also wir haben diesmal auch ein super Team, was uns unterstützt von den HDM-Studis. Das heißt, das erleichtert uns vieles. Das Technikteam hat einen super Job bisher gemacht, auch mit dem Livestream Freitagabend und Sonntag jetzt. Und ihr natürlich mit den Interviews. Für uns ist es ein besonderes Event, weil wir jetzt mit 130 Teilnehmern auch mit Events wie Hamburg oder Berlin gleichziehen mit den Startup Weekends und zeigen, dass eben auch in Stuttgart wirklich eine aktive, interessierte Gründerszene vorhanden ist. Und jetzt ist ja bei dem Event jetzt besonders, dass auch B2B-Partner mit dabei sind. Welche Bedeutung hat es und ja, was kannst du dazu sagen? Also wir haben natürlich zum einen SAP als Hauptsponsor, die den B2B Sidetrack sponsern und zum anderen aber auch so alteingesessene schwäbische Industrie wie Bosch oder Daimler mit Car2Go. Und das freut uns besonders, dass wir die dieses Jahr als Sponsoren gewinnen konnten, weil das zeigt, dass auch die sich so langsam auch für die Startup-Szene interessieren und da auch das ganze Innovationsthema wertschätzen. Jetzt ist es ja so, dass man hier so viel von schönen Ideen hört und so. Packt dich nicht auch manchmal so ein bisschen die Goldgräberstimmung? Natürlich packt die mich. Die hat mich schon vor 3 Jahren bei meinem ersten Startup Weekend in Stuttgart gepackt, was ja auch mein Leben ein bisschen verändert hat. Ich bin ja seitdem aktiv in der Gründerszene hier in Stuttgart und insgesamt in Deutschland. Wir haben ja vor 2 Jahren Startup Stuttgart mit einem Startup-Blog gegründet, eine Initiative. Letztes Jahr dann Accelerate Stuttgart und werden da auch immer aktiver. Ja, du sprichst schon an, ihr macht hier ganz verschiedene Dinge. Erzähl doch mal, was jetzt so in nächster Zeit so bei euch ansteht. Also zum einen wird Startup Stuttgart, also der Blog für die Gründer-Community in Stuttgart und im Neckar-Valley, 2 Jahre alt, am 6.12., also zum Nikolaus. Und dann haben wir auch zusammen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in Baden-Württemberg gerade die Elevator-Pitch-BW-Reihe. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 lokale Elevator-Pitches organisiert im November. Am 12.12. in Karlsruhe kommt der nächste und das sollen noch die nächsten Monate, insgesamt sollen es 12 werden. Und zur Gründerzeit in Karlsruhe Anfang Juli nächsten Jahres gibt es dann ein Finale, um so auch die Gründerszene und die Öffentlichkeit so für das Thema wieder zu sensibilisieren. Jetzt erzähl doch noch mal kurz was zu den Elevator Pitches, was hat es damit auf sich? Ist das vielleicht auch was für die Teilnehmer hier, wo sie sich vielleicht auch schon die nächste Herausforderung suchen können? Definitiv, sehr guter Hinweis. Also alle Teams, die jetzt nach dem Startup Weekend zum Beispiel weiter an ihrer Idee arbeiten möchten, sind ja herzlich eingeladen, weil sie auch im Rahmen des Elevator Pitch Wettbewerbs nochmal die Chance bekommen, ihre Ideen zu präsentieren. Auch einer hochqualifizierten Jury, die potenzielle Geldgeber auch sind und dann eben natürlich entsprechende Presse und Marketing bekommen, Öffentlichkeit, auch wenn sie dann vor allen Dingen ins Finale in Karlsruhe einziehen, was ja eine super Chance ist, einfach das Thema öffentlichkeitswirksam zu begleiten. Was sind da die nächsten Städte und wo muss man sich melden, wenn man mitmachen will? Also Karlsruhe am 12.12., da ist auch die Anmeldung noch offen bis zum 5.12., also jedes Team kann da noch mitmachen, die Lust haben. Man meldet sich einfach auf elevatorpitch-bw.de an und dann seine Bewerbung hochladen und dann geht es in die Abstimmungsphase und hoffentlich auch zum lokalen Pitch und zum Finale. In diesem Sinne, danke für deinen kurzen Besuch beim Interviewspot. Ja.